Peter, manche sagen auch Horst. Ja, herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntagmorgen auf der FrostCon. Mein Name ist Marco Jung und ich möchte etwas erzählen über den OpenSUSE Build Service allgemein und meine Abschlussarbeit bei der SUSE. Die kümmert sich darum, ein System einzuführen, das wir analysieren können, wie sehr wir in die Ergebnisse, die beim Build-Service herausfallen, und das sind Softwarepakete für fast alle Distributionen, wie sehr wir in diese vertrauen können oder zumindest eine hohe Zuversicht haben können, dass darin gutartige Software und kein Schadcode oder ähnliches Trojaner versteckt sind. Ganz kurze Vorstellung, bin ein typischer Langzeitstudent an der Elite-Universität Deutschlands für Informatik im Saarland und mache jetzt meine Abschlussarbeit, dass ich endlich mal fertig werde, dankenswerterweise bei der SUSE in Nürnberg. Langzeitstudent, weil ich sehr viele verschiedene Hobbys habe. Zum einen arbeite ich als Freelancer und entwickle bei BCFG2, einem Open-Source-Projekt für Systemmanagement, mit. Und auch nicht ganz unerheblich ist die Organisation vom Linux-Tag. Das ist Europas größte Messe zu freier Software und Open Source. Wenn dann noch Zeit übrig bleibt, versuche ich mich mal sportlich zu betätigen oder fotografiere recht gerne. Der Build Service hat auch den Spitznamen intern Kraftwerk, weil er alle Mitglieder der Open Source Gemeinde die Möglichkeit gibt, freie Software einfach zu paketieren. Das Ziel ist, dies möglichst einfach und effizient mit wenig Aufwand zu ermöglichen, sodass man auch sehr schnell in kurzen Zyklen neue Versionen herausbringen kann. Wer schon mal Software paketiert hat, der weiß, dass das nicht ganz unerheblich ist, insbesondere wenn man es für verschiedene Produkte und Plattformen anbieten will. Und genau hier kann dieses Build-System einen extrem viel Arbeit abnehmen. Da das zentral auf einer Plattform stattfindet, haben wir auch die Möglichkeit oder haben wir das Ziel, durch diese Bündelung alle verschiedenen Communities, Teilaspekte, Projekte zusammenzubringen, dass sie auch ein bisschen mehr kollaborieren und vielleicht gemeinsam neue Produkte entwickeln können. Und das Ganze mündet halt darin, dass auch nicht nur die Arbeit beim Packaging möglichst viel Spaß machen soll, sondern es soll auch dem Endanwender den ganz großen Vorteil bringen, auf das größte Software-Repository überhaupt einfach zugreifen zu können, die darin enthaltenen Pakete zu installieren und halt, wie gesagt, mein Teil ist, es auch möglichst ein bisschen sicherer zu gestalten. Das Ganze ist natürlich mit dem Hauptziel, die OpenSUSE-Distribution zu öffnen, sodass Externe, das heißt nicht Novell-Angestellte, zur OpenSUSE-Distribution, zum Projekt auch auf der Code-Ebene schnell und einfach zugreifen können. Und dazu haben wir vor kurzem, vor 2,5 Monaten, die 1.0 vom Build-Service released, die all diese Funktionen unterstützt. Ja, der Build-Service ist sehr, sehr offen. Das Einzige, was man machen muss, ist einen Account auf novel.com anlegen. Und dann kann man loslegen. Was passiert hier? Ah, okay. Man kann sofort loslegen und daran arbeiten. Die Einstiegshürde ist recht gering. Es gibt einen einfachen Webservice. Der Build-Service ist absolut frei. Damit ist Novel die einzige Firma, die die komplette Toolchain zum Bauen einer Distribution unter GPL-Software released hat. Selbst bei komplett freien Distributionen ist die gesamte Toolchain nicht frei einfach verfügbar. Bei uns einfach ein Tabel runterladen, auschecken aus dem Subversion und loslegen. Das ganz Gute ist, es ist nicht auf die OpenSUSE limitiert. Es ist auch sehr zugänglich, weil wir haben eine Web-API, ein REST-Interface, und man kann damit neue Clients oder, langsam nervt es, ne? Man kann damit auf neue Clients oder einfach nur per Curl oder Wget auf unser System zugreifen. Relativ neu ist die Möglichkeit, dass man seinen eigenen Build-Service aufsetzt, quasi lokal auf seinem System.
Mach doch einfach die, stell doch was in die Tür oder so. Dankeschön. Man kann lokal auf seinem System einen eigenen Build-Service betreiben. Das wird zum Beispiel notwendig, wenn man proprietäre Software paketieren will. Das ist in unserem öffentlichen System natürlich nicht erlaubt. Und das Charmante daran ist, dass man nicht alle Pakete, die man eventuell bräuchte, für in seinem eigenen Build-Service haben muss, sondern er kommuniziert einfach mit unserem oder vielleicht noch vielen anderen, sodass auch der Speicherplatz hier sehr gering ist und es wieder möglichst wenig Aufwand generiert. Und durch diese öffentliche API und dieses Kommunizieren zwischen den Systemen ist es auch sehr einfach, es in weitere bestehende Tools und Infrastrukturen zu integrieren. Gestern haben wir ein sehr interessantes Gespräch geführt, haben uns darüber unterhalten, wie man automatisiert Kernel-Pakete aus dem Git auscheckt, paketiert und dann wiederum in ein fertiges Test-Environment reinkippt. Und dieses automatische Paketieren, das möchte man jetzt mit dem Build-Service machen. Das Ganze ist sehr modular aufgebaut. Ganz unten beim Paketieren haben wir verschiedene Hosts, das können auch verschiedene Plattformen sein, auf denen werden die Pakete endgültig erstellt. Das Ganze wird irgendwo gespeichert und die Kombination aus dem Speicher und dem Build-Hosts nennen wir Backend. Das Backend besteht hauptsächlich aus einem Tool, das schaut, gibt es Jobs, die zu erledigen sind. Die werden dann an die verschiedenen Hosts verteilt. Die bauen die Pakete und wenn die Pakete fertig sind, werden sie auch direkt publiziert ins Internet. Man hat aber nie direkt Zugriff auf das Backend, sondern das Ganze macht man über das Frontend. Und das Frontend ist eine charmante Rails-Applikation, die halt über das vorhin genannte REST-Interface den Zugriff auf das Backend abwickelt. Alle Kommunikation aller Clients findet über die API statt. Die Dokumentation natürlich öffentlich zugänglich unter API, opensuse.org/api-doc. Dann gibt es die Software-Suche und den Web-Client als Web-Tools, mit denen man auf den Build-Service zugreifen kann. Es gibt auch einen Command-Line-Client. Und auf der anderen Seite für die fertigen Pakete, der Weg zurück, gibt es natürlich unser Mirror-System, auf das Installer zugreifen. Sehr modular, viele Komponenten, es kommen neue Komponenten hinzu. Und gerade durch diesen modularen Aufbau ist es auch sehr einfach, das zu erweitern und anzupassen. Das Backend für die Hacker unter uns ist in Perl geschrieben. Das Frontend ist in Rails. Der Command-Line-Client ist in Python und der Web-Client ist auch wieder Rails. Ich glaube, jeder findet was, wo er Spaß dran haben wird im OpenSUSE Build Service. Ja, hier ist mal ein Screenshot für die Anwesenden, die noch nie den Web-Client gesehen haben. Hauptsächlich sieht man jetzt hier ein Projekt, das ist das OpenSUSE Tools Projekt, in dem unter anderem der Build-Service, Kiwi oder auch hier unser OSC, das ist der Name des Kommandozeilen-Clients, als Pakete verwaltet werden. Man sieht, wer sind die Maintainer, wer ist verantwortlich auch für die Bugs. Und hier zum Beispiel schon eine Besonderheit. Alle Pakete in diesem Projekt werden auch für CentOS gebaut. Man hat eine sehr schöne Statusübersicht und das ist für den Einstieg sehr angenehm, dass man überhaupt mal die Konzepte hinter dem Build-Service versteht, ohne Doku lesen zu müssen. Wenn man sich dann eingelesen hat, wird man relativ schnell, und das garantiere ich auch, auf den Kommandozeilen-Client umsteigen, weil der fühlt sich an wie Subversion oder CVS. Davon habe ich natürlich keine Screenshots gemacht, weil das irgendwie langweilig wäre. Aber relativ neu, aktuell laufendes Google Summer of Code Projekt ist, und das finde ich wirklich sehr spannend und sexy. Es gibt eine Eclipse-Plugin, das den Build-Service in Eclipse integriert, ist jetzt halt gerade unter Heavy Development. Und hier sieht man auch, wie gerade eben zum Beispiel die Beschreibung des Pakets oder man kann durch den gesamten Baum aller Projekte grafisch schön browsen über eine Treeview und auschecken etc. auf die Watchlist setzen und mitarbeiten. Es werden alle Funktionen des Build-Service voraussichtlich in dieses Eclipse-Plugin integriert. Wer sich dafür interessiert, findet im OpenSUSE-Wiki detaillierte Informationen zu dem Projekt. Gerade eben habe ich es in dem Screenshot schon gezeigt. Man muss ja Struktur in diese Vielzahl von Entwicklern mit ihren Paketen bringen. Das Ganze funktioniert quasi, man kann es sich vorstellen, wie bei einem Standard Unix-Filesystem. Jeder hat erstmal sein Home-Projekt. Beim Anlegen des Accounts wird das sofort bereitgestellt. In dem hat man alle Rechte und kann für sich arbeiten und kann sogar andere hinzufügen. Und dann gibt es quasi wie User, lib
oder was auch immer, quasi Top-Level-Projekte für die wichtigsten Sachen, wie alle Programmiersprachen. Es gibt zum Beispiel ein Devil-Projekt, Devil, dann gibt es Languages, dann gibt es für jede Sprache nochmal eins. Es gibt ein KDE-Projekt, es gibt ein GNOME-Projekt. Wir machen einfach, wir gruppieren Maintainer und Pakete in Projekten. Und ein Projekt ist, wie gesagt, so eine Art Arbeitsplatz, wo man viele Benutzer mit Schreibzugriffen auf seine Pakete zusammenfügen kann. Man kann in verschiedenen Projekten auch nur für ein Paket zuständig sein, aber ist dann in dem gesamten Projekt Maintainer. Das macht es sehr nett, weil man damit auch über lange Distanzen sehr einfach sehen kann, was haben meine Kollegen gemacht, okay, neue Bibliothek ist da, meins übersetzt nicht mehr, muss ich eine kleine Anpassung im Stack-File machen. Das auch sehr, sehr wichtig ist, man kann auch aus anderen Projekten einfach sich die Sourcen reinlinken. Das heißt, man muss sich nicht immer darum kümmern, wo kommt der Upstream-Tarball her. Vielleicht gibt es einen, der sehr vertrauenswürdig ist und das jeden zweiten Tag überprüft oder automatisiert Checkouts von Nightly Builds macht. Dann kann man sich diese Sourcen in sein eigenes Projekt linken. Und aus einem solchen Projekt baut der Build-Service dann die Nährpakete und stellt diese dann in den sogenannten Repositories auf den FTP-Servern zur Verfügung. Und wie ist das Projektmodell? Dieser blaue Ordner symbolisiert jetzt ein Projekt. Das ist jetzt für mich das KDE-Projekt. Im KDE-Projekt erwarte ich, wenn ich später die Pakete davon nutze, dass ich zum einen natürlich das gesamte Basissystem, Qt, die KDE-Libraries und die Basis-Applikationen, dass überhaupt mein Desktop startet, Plasma etc. Enthalten habe. Allerdings sind vielleicht die Maintainer, die Packager, die für KDE zuständig sind, nicht die absoluten Experten im Packaging, um Amarok oder Caffein oder KOffice, Copied, alles, was man so zu einem KDE-Desktop sich wünscht, zu packagen. Und deswegen gibt es halt noch weitere Projekte, zum Beispiel Amarok Head haben wir es jetzt genannt oder Caffein Head oder whatever. Darin sind wiederum andere Entwickler aktiv, die sich nur um diesen Teilaspekt bemühen. Und man kann dann wieder, wie ich vorhin sagte, die Sourcen oder sogar das Ergebnis, die Binärpakete, in das große KDE-Projekt aggregieren, hat dann einen sehr umfassenden Stand von Quellen, aus denen man Pakete bauen kann, und dann baut der Build-Service für die OpenSUSE, natürlich für unsere Enterprise-Produkte, aber auch für Red Hat, Mantriva, Debian, Ubuntu, Binärpakete, die man auch von unseren Servern mit einem Klick, zumindest bei den Novel-Produkten, installieren kann. Das ist sehr charmant, weil wieder der Aufwand an die Spezialisten geht und die Generalisten, die dann vielleicht ein großes Projekt maintainen, von deren Know-how mit minimalem Aufwand profitieren können. Was ganz neu ist, weil wir das große Ziel haben, dass die Leute stärker zusammenarbeiten, sind unsere Collaboration-Features. Und zwar zum einen darf per Default niemand in ein Projekt schreiben, ohne dass er Rechte erhielt. Wir wollen dahin, dass man Code extern reviewen kann, dass man sagen kann, ich habe mir diesen Code angesehen, ein Paket hat ja auch Skripte, die man ausführen kann bei der Installation oder beim Entfernen. Und in diesen Skripten könnte ich mir übelste Sachen vorstellen, einfach Daten löschen, Passwörter versenden, irgendetwas in der Art. Und wenn dieses Review stattfindet, dann wird das an den Check-in getaggt, dass es eine überprüfte Quelle ist. Genauso möchten wir auch, dass wenn Probleme auftreten und es bekannt ist, man sagen kann, dieses Paket bitte nicht mehr bauen oder nicht mehr publizieren, das was drin, was nicht so ganz geheuer ist. Da sollten bitte mehrere Leute drauf schauen. Und ganz neu, wir erinnern uns an diese Variante, dass KDE von Amarok und Caffein Quellen erhält. Es können jetzt ja viele andere Leute sein, geben, die auch sagen, dieses Amarok-Paket ist ganz nett, aber er hat vergessen, diese Option anzuschalten oder ich möchte folgende Funktion noch hinzugefügt haben. Dann kann er mit
einem Kommando oder wenigen Klicks im Webclient dieses Amarok-Projekt einfach kopieren, zum Beispiel in sein Home-Projekt, modifiziert es, baut es neu und dann nach einiger Zeit, wo es ausprobiert und akzeptiert wurde, kann er einen Request, einen Submit-Request zurücksenden, kann sagen, ich habe auf deiner Arbeit basierend was Neues gemacht, das ist eigentlich netter, schau es dir doch mal an, vielleicht hast du Interesse, das aufzunehmen. Und genau über dieses Modell wollen wir auch Externe dazu bringen, dass sie Pakete für unser Basissystem mitentwickeln und uns halt helfen, die Qualität in der SUSE noch weiter zu steigern. Das ist eigentlich schon fast alles, was man braucht, um ein natives Verständnis von Build-Service zu haben. Hat denn bis dahin jemand Fragen oder kann sich jeder vorstellen, was da so grob passiert? Cool. Glücklicherweise darf ich ja seit 1. Mai mich mit dem Build-Service intensiv beschäftigen. Und meine Aufgabe ist es jetzt, diese Variante des Vertrauens, das ist eine sehr wichtige Komponente. Wenn man aktuell Software nutzt, vertraut man dem Distributor, dass er alles richtig macht und keine Fehler in das System einbaut, die jeglichen Schaden hinzufügen können. Dieses Vertrauen müssen wir erhalten, wenn wir in einer großen, verteilten Umgebung, der Build-Service hat aktuell mehr als 800.000 Benutzer, es sind 50.000 Pakete im System, da muss man schon ein bisschen strukturiert rangehen, dass man sortieren kann, dass wirklich niemand, der Böses tut, viele Systeme einfach kapert. Das Problem, das erste, auf das ich gestoßen bin, ist, das Vertrauen zu definieren. Und denn wir sind alle Experten zum Thema Vertrauen. Ich denke, jeder hat eine ganz eigene Sichtweise, was Vertrauen bedeutet. Und er definiert es auch ganz anders. Es gibt auch verschiedene Typen von Vertrauen. Ich denke, Vertrauen kann sein, dass man die Hoffnung hat, dass ein Mensch etwas tut. Oder Vertrauen kann die Sicherheit sein, dass etwas geschieht. Es gibt auch ganz viele negative Definitionen von Vertrauen. Was ist also das Vertrauen im OpenSUSE Build Service? Und genau diese Frage, was bedeutet, ich vertraue dir für jeden Einzelnen hier im Raum? Ich denke, das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil ein Großteil wird zustimmen, dass Vertrauen bedeutet, ich vertraue dir einen gewissen Prozentsatz dessen, was für mich totales Vertrauen ist. Jedoch totales Vertrauen werden ganz wenige Bekannte, die engsten Verwandten, Familienmitglieder vielleicht genießen. Und da ich dir bis zu diesem gewissen Level vertraue, oder weil du einen so gewissen Level erreicht hast, vertraue ich dir. Könnte aber auch genauso sein, dass ich sage, Vertrauen bedeutet nicht, ich vertraue meinem Bäcker, dass er gute Brötchen backt, aber nicht mein Auto repariert, weil dafür vertraue ich lieber meinem Kfz-Mechaniker. Es kann also Vertrauen auch in einzelne spezifische Aufgaben oder Situationen geben. Und wir brauchen also zuerst eine für alle akzeptable, faire und vor allem nachvollziehbare Definition von Vertrauen für den Build-Service. Denn hier geht es darum, dass viele aus der Gemeinschaft für alle Anwender Software paketieren und mit einem Kommando, einem Mausklick auch auf die FTP-Mirror schieben können. Daraufhin gab es eine kleine Recherche und eine sehr gute, in meiner Ansicht nach, sehr gute Definition von Vertrauen hat das Wikipedia-Projekt hervorgebracht, weil das Wikipedia-Projekt basiert auf Vertrauen. Jeder Anwender hat Schreibrecht auf alle Artikel und man vertraut darauf, dass die möglichst beste, objektive Definition für einen Begriff in dem Artikel entsteht. Und in diesem Wikipedia-Projekt hat man gesagt, Trust is a relationship of reliance. A trusted party is presumed to seek and fulfill policies, ethical codes, law and their previous promises. Dass man ein Versprechen einhält und sich an Vereinbarungen gebunden fühlt, ist schon eine sehr passende Definition, die wir auch für den Build-Service verwenden können. Aber sie ist nicht sehr präzise, denn wir haben eine sehr hohe technische Komponente in unserem System. In vielen Gesprächen hausintern, und das war sehr viel Zeit, die wir da verbracht haben,
hat einer meiner Kollegen, Roman Tratmüller, gesagt, das ist alles viel zu sozialwissenschaftlich aufgehängt. Wir brauchen eine technische Definition von Vertrauen. Denn auch diese Art von Vertrauen gibt es. Und Roman hat es definiert als Trust is the confidence in the ability of a system to fulfill its designated purpose and nothing else. Also genau diese Sache, aber nur diese und nicht mehr und nicht weniger. Das passt zwar sehr gut auf ein Softwarepaket, das rauskommt, aber ich finde, es passt nicht auf den Prozess des Paketierens, wo ein Mensch dahinter steht, der etwas tut. Und wir können nicht die Software, die im Build-Service verfügbar gemacht wird, messen, weil es viel zu kompliziert wäre, einen Weg zu finden, in all diesen Programmiersprachen, die es heute gibt, und es werden immer mehr, automatisiert, mit sehr wenig Aufwand zu sagen, dieses System läuft wie ein Uhrwerk, keine Fehler, nicht zu schnell, nicht zu langsam, einfach funktioniert. Und daher brauchen wir etwas, was mehr auf die Entwickler eingeht, und deswegen haben wir uns auch entschieden, dass wir das ganze Trust-System, das wir entwickeln, nicht für einzelne Pakete, sondern nur für die gesamte Person im Build-Service entwickeln werden. Vertrauen wird in der Wissenschaft, oder Trust, wird in der Wissenschaft sehr stark beschleuchtet, schon seit über 50 Jahren. Und Diego Gambetta, ein Professor für Geschichte in Oxford, hat die meist akzeptierteste Definition, die wissenschaftliche Definition, geprägt, die ist von 1988, und er sagt, Trust or distrust is a particular level of the subjective probability with which an agent assesses that another agent or group of agents will perform a particular action before he can monitor such an action and in an action which affects his own action. Das Wichtige, was mir sehr gut daran gefallen hat, ist, dass er sagt, es ist die subjektive Wahrscheinlichkeit, dass ein Benutzer in unserem Falle eine gewisse Action ausführt. Das ist richtig mal. Aber es ist subjektiv. Und auch Packaging ist sehr subjektiv. Denn natürlich kann ein Packager lange, lange Zeit unauffällig gearbeitet haben, dann macht er lange, lange Zeit gute Sachen. Das heißt, alle werden sagen, ja, das ist ein guter Packager. Der arbeitet richtig gut zum Gemeinwohl aller. Und nach einiger Zeit ändert sich das und wird das auch sehr schnell auffallen. Aber es ist immer eine Einschätzung anderer, die an einigermaßen fassbaren Kriterien aufgehängt werden muss. Und wir werden jetzt das Trust-System ein kleines bisschen im Detail durchleuchten. Bloß davor gibt es ein kleines bisschen wenig Theorie. Hier zeige ich nur mal kurz, wer sich alles mit dem Phänomen Modellieren und Arten von Trust beschäftigt. Das ging also über Biologie, Soziologie, Psychologie, auch Wirtschaft, Philosophie in die Informatik. Und in der Informatik fängt man halt an, einfach Trust zu modellieren. Die anderen kümmern sich eher um die hintergründlichen Aspekte. Aber Trust in Informatik ist halt natürlich dann die mathematische Definition. Das Ganze wird meistens in Form einer Trust-Metrik abgebildet. Und eine Trust-Metrik bedeutet, dass ein Agent oder eine Person definiert, wie viel sie anderen Personen vertraut. Zum Beispiel diesem Evil Packager vertraut die Person nicht und sagt, ich weiß ja nicht, der ist mir nicht so ganz geheuer, sehr geringes Vertrauen. Aber dann gibt es natürlich die super guten Nice Guys, die von dem Packager einen hohen Grad von Vertrauen ausgesprochen bekommen. Und dann gibt es einen neuen User, der in das System hinzukommt oder den ich einfach noch nie geratet habe, wo ich sagte, keine Auskunft über mein Vertrauen diese Person gegeben habe. Und dann kommen diese mathematischen Modelle, die Trust-Metriken, ins Spiel, denn das Hauptziel ist dann, vorherzusagen, wie viel Vertrauen ich in diese Person legen würde.
Das Ganze wird dann abgebildet auf Graphen, wo man diese gerichteten Vertrauensbeziehungen, das ist natürlich immer in eine Richtung, ich vertraue eventuell jemandem im Saal deutlich mehr, als er mir vertraut oder umgekehrt. Und anhand dieses Graphen versucht man dann Voraussagen zu berechnen. Das Ganze beruht natürlich auf der Idee, dass man sagt, Vertrauen kann propagiert werden. Vielleicht mit einer Abschwächung über mehrere Tiefen, aber es propagiert sich. Und da gibt es einige Probleme. Das Hauptproblem ist kontroverse Anwender. Denn hier gibt es zum Beispiel eine Persönlichkeit, wo ich sagen würde, die Hälfte der Amerikaner vertraut ihm, sagt, he's a really good, nice guy. Aber genauso die andere Hälfte von einer anderen Partei wird da strikt widersprechen. Also haben wir eine Person, auf die zeigen Millionen Pfeile mit hohem Wert, aber auch Millionen Pfeile mit geringem Wert. Was soll jetzt diese Metrik aussagen für mich, wenn ich eine Vorhersage haben will, wie ich ihm vertrauen würde? Und das Ganze kann man sehr schwer mathematisch abfangen. Und deswegen habe ich mir angeschaut, wie komplex Kontroversität sein kann. Es gibt sehr viele Systeme, die Trust-Metriken implementieren. Beispiel eBay, Bewertungssystem. Plus dazu gibt es keine Zahlen. Und außerdem sind es da auch sehr wenige in diesem gesamten Universum, die eine Person immer nur bewerten. Opinions.com ist eine amerikanische Website, die Produktbewertungen anbietet und man kann einen einzelnen Benutzer eine Qualifizierung zuweisen, dessen Bewertungen sind sehr objektiv. Dem vertraue ich, der macht gute Bewertungen für mich. Genauso kann man sagen, das ist einer, wenn der nur ein kleines Werbegeschenk kriegt, schreibt er mir die super Rezension. Also in dessen Urteil lege ich kein großes Vertrauen. Und Opinions.com hat ca. 150.000 User, die 850.000 Bewertungen ausgesprochen haben, wo ungefähr nur jede achte eine negative Bewertung war und die restlichen 720.000 Stück positiv waren. Das Ganze deckt aber nur 85.000, also 60% der Anwender ab. Das heißt, mit 800.000 Bewertungen kriege ich nur knapp bisschen über die Hälfte meiner Anwender mit mindestens einer Aussage abgedeckt. Und das ist ein sehr großes Netz, würde ich sagen, gefühlt. 20% haben zumindest eine negative Einstufung erhalten. Wenn man dann sagt, man möchte mindestens 10 negative, sind es schon nur noch knapp 1000. 40 negative Bewertungen waren 144 und die kontroverseste Person hatte 212 negative, aber immerhin noch 400 positive Bewertungen. Das heißt, dieses Extremmodell, wie vorhin gezeigt, wird es voraussichtlich nicht geben. Und wenn ein Drittel einer Person als maximaler Indikator negatives Vertrauen, also Distrust, Misstrauen ausspricht, dann sollten also spätestens bei uns auch die Alarmglocken angehen. Ja, das Ganze muss man natürlich jetzt auch wieder mathematisch abbilden. Und da gibt es zwei wichtige Herangehensweisen. Ich sprach gerade eben von eBay. Man könnte aber auch den PageRank-Algorithmus von Google, diese kleine Webglitche, aus Amerika hat er ein ganz tolles System entwickelt. Und zwar, man betrachtet quasi statt Personen die Websites als die Agenten, die Vertrauen aussprechen. Und ein Vertrauensausspruch ist einfach ein Hyperlink. Man sagt, diese Seite ist gut, besuche sie, also setze ich einen Link. Und wenn man das Ganze dann bewerten will, kann man zum einen das aus der globalen Perspektive machen. Das heißt, man schaut sich das komplette Netz an oder das, was man erschlossen hat. Und dadurch, dass man sich das gesamte Netz anschaut, kann man quasi einen Wert aller der einzelnen Person abbilden. Bei eBay, die Bewertung.
alle, die etwas gekauft haben, haben die Chance zu sagen, war ein guter Verkäufer oder er hat mich vielleicht über den Tisch gezogen oder die Ware kam. Und da geben wenige über einzelne eine Bewertung ab, die aber für das gesamte System eine Aussagekraft haben soll. Man erhält dadurch eine sehr hohe Abdeckung mit wenig Aufwand, da nicht jeder Einzelne jedem anderen quasi bewerten muss. Es ist aber leider sehr unspezifisch, weil man quasi den Durchschnittswert nimmt und eigene Präferenzen können hier nicht so stark berücksichtigt werden. Man beeinflusst halt nur den kleinen Bereich, wo man vielleicht auch bewertet hat. Und den Rest, den Rand, den man selbst gar nicht betrachtet hat, der wird dann von außen quasi für einen hinzugesteuert. Das ist aber ganz praktisch, wenn wir das auf den Bildservice applizieren, weil man selbst wird niemals in allen Projekten, sondern nur in wenigen vertreten sein. Und dann vertraut man, genauso wie die anderen einem vertrauen, dass man in diesem Bereich sinnvolle Bewertungen abgibt, vertraut man auch genauso den anderen Usern. Es gibt aber noch neben dieser globalen Sichtweise auch die lokale Sichtweise. Die lokale Sichtweise geht immer von einer zur anderen Person. Wie gerade eben, drei Folien vorher gezeigt, sie versucht vorauszusagen, wie ich in einen anderen Agenten, Benutzer persönlich ein Vertrauen setzen würde. Das ist hochkomplex und natürlich deutlich mehr Rechenaufwand, weil man in jedem Einzelfall das Ganze berechnen muss, aber es ist vor allem anpassbar. Und hier gibt es keine so verbreiteten Systeme, eher theoretisch wunderschön ausgearbeitete Algorithmen, Tidal Trust oder AppleSeed sind die bekanntesten. Und das wird quasi bei opinions.com mit so etwas schon verwendet. Oder FilmTrust, das ist eine Website, wo User Rezensionen zu Filmen schreiben und man kann wiederum die Rezensoren bewerten und daraus hin kriegt man eine Aussage, welche Bewertungen vielleicht für einen besonders qualitativ sind. Ja, was hat das Ganze jetzt mit dem Bildservice zu tun? Wie kriegen wir das da drauf? Und wir haben zwei Use Cases, in denen wir gerne das eine Trust-Metrik verwenden würden. Der erste Use Case ist, ein Anwender möchte ein Stück Software installieren. Dazu geht er auf software.opensuse.org/search und gibt dann eine einfache Suchmaske. Ich suche Compass für OpenSUSE 11. Dann läuft die Software-Suche los und man erhält eine Liste aller fertigen Repositories, die Compass-Pakete für OpenSUSE 11 enthalten. Das sind aktuell, gestern mal geschaut, hauptsächlich vier Projekte. Das offizielle X-Projekt, das XGL-Projekt und zwei Einzelpersonen, die in ihrem Home-Workspace Kopien oder neuere Versionen bereitstellen. Welches soll ich jetzt installieren? Welches ist das vertrauenswürdigste? Nicht das qualitativste. Diese Aussage würde ich niemals wagen zu treffen. Aber wo hat die gesamte Anwenderschaft des Build-Service gesagt, diese Menschen sind gute Packager, die machen wunderbare Pakete und vor allem, sie machen keinen Schabernack mit eurem System. Und wir hätten es ja recht einfach, wenn wir nur Projekte mit einem Entwickler haben. Das gibt es leider nicht. Dazu ist, wenn man Software paketiert, ein großer Teil anderer indirekt involviert. Man verwendet zum Beispiel Bibliotheken. Man hat einen Compiler, all diese Sachen. Die sind auch paketiert im Build-Service von anderen Usern. Mit einem bösen Compiler oder einer schlechten Bibliothek kann man auch, wenn es zum Beispiel statisch gelinkt ist, sehr, sehr böse Sachen in viel Code hineinbekommen. Das heißt, all dies, auch die Konfiguration vom Build-Prozess. Ich habe vorhin diese Skripte, die man beim Installieren oder Deinstallieren von Paketen ausführen kann. Diese kann man für ein gesamtes Projekt überschreiben. Man kann sagen, normal trägt man da eine Zeile ein und sagt, aktiviere beim Installieren das Paket meinen Systemdienst. Trage ihn ein, dass er bei jedem Starten gestartet wird. Dafür gibt es ein ganz einfaches, einzeiliges Makro und das wird dann etwas größer, quasi später beim Ausführen expandiert.
Jetzt kann man für ein Projekt dieses expandierende Skript einfach verändern. Wenn 10 Maintainer drin sind, einer macht das, kriegen das die anderen 9 eventuell gar nicht mit. Aber es kommt in ihre Pakete rein. Also es ist nicht nur dieser eine Entwickler, dessen Rating wir hier berücksichtigen müssen, sondern es sind viele. Und deswegen haben wir uns für ein Worst-Case-Modell entschieden. Und wir sagen zuerst mal, an den Sourcen können verschiedene Leute gearbeitet haben. An den Sourcen bedeutet für uns nicht am Quellcode vom Upstream, sondern das bedeutet für uns der Tarball vom Upstream. Wir entwickeln ja keine Software, sondern wir entwickeln Softwarepakete für Distribution. Ich möchte immer daran erinnern, die Entwicklung findet nicht im Bildserver statt. Wir haben das Packaging. Ja. Viele Personen ändern etwas an den Quelldaten, um diese Pakete zu erstellen. Das kann natürlich der Tarball, das Paket, das Quellarchiv, für dieses Paket sein. Das kann aber auch die Spezifikation sein, wie das in das Paket zu stecken ist. Und wir werden parsen im Changelog, wer hat jemals eine Änderung daran durchgeführt, und werden all diese Entwickler mit ihrem Trust-Wert und hier ein globaler Wert, was alle anderen über diese Person denken, in Betracht ziehen und werden von dem, der den geringsten Trust hat, nehmen. Und weil wir sagen, worst case, das heißt, wer mit dem geringsten Trust kann was ganz Böses getan haben, kann auch einer mit mehr gemacht haben, natürlich, aber dann wird der Trust auf jeden Fall möglichst klein gehalten. Problem, nach langer Zeit haben viele Leute, die einen geringen Trust-Level im Service haben, Pakete angefasst. Also wird der Trust insgesamt sinken, 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 sinken. Bis wir dann überall nur noch ganz, ganz wenig haben. Deswegen gibt es Reviews. Und zwar, jeder Entwickler, der Schreibzugriff auf ein Paket hat, darf sagen, ich habe mir das nochmal ganz genau angeschaut. Das Quellarchiv stimmt 100% mit dem vom Projekt überein. Die Spezifikation hat keine Gemeinheit. Die Konfiguration vom gesamten Prozess des Bauens ist gut. Und durch diesen Review kann man dann den Trust auf bis zu seinen Wert oder einen Prozentsatz davon zumindest wieder anheben. Man kann halt sagen, ich bürge dafür, dass das passt. Und daraus ergibt sich dann der Wert für ein Quellpaket. Aber wir sagen, es ist nicht nur das Quellpaket. Denn beim Bauen gibt es halt die Abhängigkeiten und wir bleiben beim Worst-Case-Modell und sagen, wir haben den Trust-Wert für das Quellpaket, wir haben Trust-Werte für die Pakete, die ich später verwenden werde, wie dieser Endwert entsteht. Ich gehe erst auf 2 Folien, das ist leider zirkulär, ist diese Definition. Wir haben für die Abhängigkeiten auch Werte und wir haben für die Bildkonfiguration einen Wert. Das ist der letzte Editor, weil das ist eine sehr kurze Konfiguration und wenn man die editiert, sieht man alles und das fällt auch sofort auf, wenn da irgendwelche Gemeinheiten versteckt sind. Und wir nehmen einfach von all diesen einzelnen Faktoren den geringsten. Das heißt, man sollte auch tunlichst vermeiden, irgendwelche Abhängigkeiten in Projekte zu integrieren, die eher ein bisschen fragwürdiger sind. Wie sieht das dann aus? Ich habe dann für jedes einzelne Paket, das dann gebaut wurde, diesen Minimalwert. Und da ich ja sagte, in einem Projekt, in einem Workspace, sind viele einzelne Pakete, muss ich natürlich den Workspace auch nochmal bewerten und ihr ahnt es schon, Worst Case, wir nehmen wieder den kleinsten. Das ist natürlich jetzt der erste Ansatz, man muss dran denken, es wurde niemals versucht, eine subjektive Bewertung in den Prozess des Packagings zu integrieren. Das kann natürlich jetzt total schlecht sein, dass wir da das Minimum wählen. Aber wir sagten, wir fangen mal damit an, sind Skeptiker und Pessimisten und wir schauen mal, ob wir das vielleicht im Nachhinein noch ein bisschen anpassen müssen. Kurz zusammenfassen, dass man es versteht. Ein Paket enthält nur den geringsten Trust aller Leute, die daran gearbeitet haben. Ausnahmen sind die Reviews. Ein Binärpaket erhält nur den geringsten Trust der Quellen, der Abhängigkeiten und der Bildkonfiguration. Viele Pakete ergeben ein Repository. Das ist, was der Benutzer später
in seinem System anmeldet, kommt ein Repository den Wert des längsten Paketes. Das heißt, diese Werte sind alle in Fluktuation. Kommt ein neues Paket in ein Repository, kann das Repository fallen. Fällt ein Paket aus dem Repository raus, könnte der Trust Level steigen. Und alle vorhergesagt. Ich denke, das ist sehr einfach. Das kann man, wie man sieht, in drei Sätzen zusammenfassen. Das kann jeder nachvollziehen und verstehen. Grafisch, Quelle, Minimum aller Entwickler. Es gibt ein Source-Paket, viele Sourcen und deren Abhängigkeiten und die Bildkonfiguration ergeben dann den Wert für das Repository. Das wird natürlich nicht so langsam und individuell je einzelnes Paket berechnen, sondern da gibt es eine sehr ausgefeilte Caching-Struktur, dass der Rechenaufwand minimiert wird, aber es geht ja nicht um die Implementierungsdetails. Der zweite Use Case ist der Entwicklungsprozess. Der Anwender hat jetzt ja eine wunderschöne Möglichkeit für sich zu sehen, was halt die gesamte Community von seinen Bestrebungen. Es gibt aber, wie ich vorhin erwähnte, die Möglichkeit, Änderungen an andere Entwickler im Build-Service zu schicken mit der Bitte, schau dir das an und nimm das auf. Also man erhält ein Submit-Request. Und dann möchte man diesem Entwickler, der den Request erhält, die Unterstützung geben, aber niemals die eigene Entscheidung abnehmen. Man möchte ihm unterstützen, wie wert würdest du über diese Person werten, wenn du sie nicht kennst. Das hebt niemals die Notwendigkeit auf, dass man sich diese Änderung genau anschaut. Aber wenn zum Beispiel der Mensch, der mir das schickt, von vielen als sehr vertrauenswürdig eingeschätzt wird, bin ich vielleicht nicht irgendwie ein Unachtsamer, aber ich bin ein bisschen zuversichtlich, dass es gut ist und viel wichtiger, hat einen geringen Wert, dann sollte ich umso genauer hinsehen. Das ist also nur ein reiner Indikator, hier bitte besondere Vorsicht walten lassen. Es sind keinesfalls der Sorgfaltspflicht. Großer Disclaimer. Und das kann man sehr einfach abwickeln, weil das machen wir genau über die vorhin schon präsentierte Variante. Mir schickt ein unbekannter neuer User an mein Projekt ein Paket und er schickt es immer an ein Projekt und in einem Projekt können ja verschiedene Personen sein. Und je nachdem, wer sich das dann anschaut, diese Änderung, wird dann individuell von dem Entwickler, der die Änderung überprüft und eventuell aufnimmt, zu dem Absender geschaut, wie würdest du über ihn urteilen. Quasi eine Empfehlung. Und das ist natürlich wieder sehr abhängig über die anderen Benutzer. Ich habe jetzt mal hier nur einen aufgezeigt. Das können natürlich wieder mehrere sein und auch mehrere einzelne Pfade. Daraus wird dann wieder ein lokaler Wert berechnet. Und das ist jetzt diese individuelle Variante. Und die möchten wir auch nur beim Entwicklungsprozess haben und nicht, wenn man auf 50.000 Pakete kommt. Ja, dieser Request wird dann bearbeitet und kann eventuell zurückgeschickt werden. Nee, tut mir leid, arbeite noch ein bisschen nach. In der Zwischenzeit macht der Mensch vielleicht noch Gutes, viele andere urteilen über ihn besser, er sendet nochmal einen Request und dann kommt wieder ein tagesaktueller Wert als in die Anzeige hinzu. Ich denke, das ist quasi ein zweiter Anwendungsfall, der aus den in je schon vorhandenen Daten sehr einfach berechnet werden kann, weil wir schon diese vielen Bewertungen haben. Es kann ja aber auch häufig vorkommen, dass einfach keine Beziehung zwischen diesen beiden Personen besteht. Dann wird das System einfach sagen, es tut mir leid, ich kann dir keine Vorhersage geben. Weil wir erinnern uns an opinions.com, nur 60% des Netzes sind abgedeckt. Und selbst wenn es diesen Spruch, jeder kennt jeden über 6 Ecken in Amerika gibt, das wird ja mittlerweile nachgewiesen, dass es 7 sind, oder 6,6, wird vor kurzem in der Zeit, glaube ich, was publiziert. Trotzdem werden wir da keine komplette Netzwerkabdeckung erreichen. Aber somit haben wir eine Trust-Metrik
Und das ist auch das einzige, der einzige Grund, wieso wir dann auch Trust benutzen, weil es im akademischen Bereich halt als Trust-Metrik geführt wird. Es sind einfach subjektive Einschätzungen von Benutzern über andere. Da werden wir Regeln definieren, nach welchen Regeln man diese Einschätzung machen kann. Das wird nicht auf Prozentebene sein, sondern es gibt einfach 4 bis 5 Werte. Von ich vertraue ihm gar nicht bis ultimatives Vertrauen. Dass dann Prozentwerte rausfallen, das machen dann die Algorithmen. Ja, nochmal kurz zusammengefasst, wir machen eine globale Perspektive, wie bei eBay oder PageRank für den Endanwender, wenn er Software installiert. Und dieser Wert, der für das Repository berechnet wird, wird angezeigt, wenn er diese Software installiert. Und mein größter Wunsch und Traum wäre es, wenn auch der Yast oder andere Package Manager die Software installieren, bei jedem Update sagen, oh, Achtung, als du diese Pakete erstmals installiert hast, war der Wert bei 80. Der ist jetzt runtergegangen zu 10. Sei vorsichtig, möchtest du das wirklich weiterhin verwenden? Aber bis wir diese hohe Integration haben, wird noch ein langer Zeitraum vergeben. Wir müssen viel Erfahrung sammeln. Aber das wäre wunderbar, dass man einfach beim Installieren aus diesen öffentlichen entwickelten Paketquellen eine Warnung erhält, die waren 5 Jahre super vertrauenswürdig. Jetzt wurde einer aus dem Projekt geworfen und bevor er gegangen ist, hat er sich noch richtig schön sich was Kleines erlaubt, dass diese Warnung sehr schnell sich an alle rundspricht. Dass auch nicht irgendwie nur die SUSE-Leute, die zurzeit den Bildservice administrieren, das könnten vielleicht auch andere sein, dann einschalten müssen, sondern sich das selbst regulieren. Weil es werden ja wenige versierte Anwender automatisch erkennen, hier geschehen böse Dinge und werden alarmieren. Und das Alarmieren wird ein starkes Herabsetzen des Trusts zur Folge. Und das fände ich sehr sexy, wenn das durchgehend in die komplette Toolchain alle Package Manager integriert werden. Und weil wir diese vielen Werte haben, können wir durch den Entwicklungsprozess mit dieser lokalen individuellen Metrik unterstützen. Noch zum Abschluss zur Abrundung ganz kurz. Es gibt da einige spannende Herausforderungen, die man sich stellen muss. Neben dieser, das erste ist natürlich mal Privacy. Man könnte jetzt sagen, die SUSE-Leute, die bauen hier ein sehr präzises System, um alle Entwickler durchzumessen. Ich möchte es nochmal betonen, das ist ein subjektiver Wert, den ein Einzelner über einen anderen ausspricht. Man wird nur sehen können, wer über einen selbst wertet und man wird nur sehen können, wen habe ich bewertet. Man wird niemals Einzelwerte sehen können, was Person A über Person B gewertet hat, wenn an der Bewertung bin ich nicht beteiligt. Ich bekomme immer nur diese globalen Werte zu sehen oder dann die Vorhersagen. Und es wird konfigurierbar sein, dass zum Beispiel in Projekten, wo nur man als Einzelner, als Maintainer aktiv ist, da wäre dann ein Individualwert sichtbar, dass man diesen ausblendet. Also wir werden uns sehr, sehr stark bemühen, dass wir hier kein System entwickeln, wo Recruiter auf den OpenSUSE Build Service auf die Webseite kommen, sich einen Account machen und schauen, was denken denn die anderen über diesen Package. Das ist halt ein sehr spezielles Recruitment-Problem für wenige Unternehmen in dieser Welt, aber da gebe ich mein Versprechen ab, sind uns der Situation bewusst. Das wird keine Performance-Measurement-Tool sein. Es geht darum, zum Wohle aller zu schauen, dass hier die Software, die wir anbieten, einigermaßen sicher ist, vertrauenswürdig. Technische Aspekte und Probleme, die wir haben, sind natürlich, das ist eine riesengroße Community. Ich sprach schon von 8.500 Benutzern. Als ich anfing im Mai, waren es 1.000 weniger. Der Build-Service rockt, wir haben immer mehr Leute, die daran arbeiten. Und das ist unheimlich schnell. Und es ist auch unheimlich anonym. Ich kenne nicht die Asiaten oder Südamerikaner oder auch Amerikaner, die zu einer ganz anderen Zeit da irgendwie Software in den Build-Service einstellen. Es ist auch unheimlich einfach, einen Account zu kriegen. Man geht auf die Novell-Webseite, trägt sich mit einer E-Mail-Adresse, füllt das Formular aus, bestätigt einen Link, den man per Mail erhält und hat einen Account. Also müssen wir schauen, dass unsere Metrik nicht attackierbar ist.
Weil sonst macht man sich mit einem Skript tausende von Accounts und wertet sich hoch. Also WG, das ist natürlich akademisch alles schon behandelt. Und die Metriken, die Algorithmen, sind zum Teil natürlich stark gegen diese Sybil-Attacks, so nennt man diese Attacken, ausgerichtet. Aber man muss sich der Sache bewusst sein. Das Erste, was wir tun werden, ist, die OpenSUSE hat schon einen Code of Conduct und wir werden das honorieren, wenn ein Benutzer gesagt hat, ich folge diesen, ich glaube, das heißt Guiding Principles, ich folge diesen grundlegenden Vereinbarungen, die die OpenSUSE-Community getroffen hat. Momentan macht man das über einen einfachen Mausklick. Wir wollen das ein bisschen verbindlicher eventuell gestalten, dass man das mit seinem TPG-Key sein. Das ist aber wirklich nichts irgendwie, wo wir sagen, es ist zwingend notwendig, um Build-Service zu nutzen, sondern wir werden es einfach honorieren und werden sagen, der hat sich zumindest unserem Gesellschaftsvertrag verpflichtet ausgesprochen. Das ist eine symbolische Geste, weil in dem Vertrag steht hauptsächlich drin, ich arbeite zum Gemeinwohl aller und tue nichts Böses. Aber wenn man das zeichnet mit ein klein bisschen Aufwand, dann submittet man sich ja zumindest, dass man das auch tut. Und das werden wir honorieren, dass man ohne Designieren dieses Code of Conducts niemals über einen gewissen Level des Trusts hinauskommen kann. Dann werden wir dieses Problem der billigen Identitäten, Cheap Identity Problem, die für diese Attacken sehr einfach sind, angehen. Das geht natürlich nur, wenn man sicherstellt, dass eine Person nur einen Account hat. Dazu müssten wir jetzt irgendwie was aufziehen wie CA-CERT oder so, um zu sagen, ich weiß, dass Benutzer Post wirklich die Person ist, die er vorgibt zu sein und andere halt nicht. Das möchten wir aber nicht, weil das wäre ein bisschen viel Verwaltungsaufwand dafür, dass man eine Software paketieren will. Ja, stimmt, ja, das kriegen wir vielleicht, ja. Das ist aber leider nicht weltweit, ne? Das ist wieder so ein Problem. Daher haben wir uns überlegt, wir werden einen OpenSUSE Entwickler Keyring, GPT Keyring machen und wer einen Key zu uns hochlädt, der von mindestens einem oder zwei Leuten, die schon in dem Keyring drin sind, signiert sind, dessen Account sehen wir als identifiziert an. Das heißt, man muss Leute, OpenSUSE-Mitglieder oder Entwickler treffen und müssen mal kurz das Übliche, was jeder, diese Spielchen, gibt es ja auf jeder Konferenz, kurz Key-Signing machen. Und dadurch haben wir zumindest mal eine kleine Sicherheit, dass dieser Account wirklich zu einer Person gehört und nicht irgendwie ein Dummy-Account ist. Also auch hier wieder nicht bitte schreien, oh mein Gott, SUSE will von uns Daten sammeln und will auch noch wissen, wer wir sind, wie wir heißen und wo wir wohnen. Also es geht rein darum, diesem Trustwert, den wir berechnen, auch eine Aussagekraft zu geben und den nicht angreifbar zu machen. Das ist ein GPT-Key, den hat man meistens jeden öffentlich hochgeladen und wir werten den Keyring jetzt halt auch mit aus. Das gibt es aber schon dauernd. Überall öffentlich verfügbar. Das zweite, letzte Problem, das ich ansprechen will, ist, so ein Netzwerk gestartet zu kriegen. Und wir haben keine Daten, wir müssen erstmal alle Entwickler zum Nutzen des Systems bringen. Und dass es losgeht, brauchen wir erstmal eine große Menge an Bewertungen und eine große Menge an Trust. Und wir müssen schauen, dass wenn später neue Leute hinzukommen, die vielleicht am anderen Ende der Welt sind und als Einziger aktiv sind, dass die auch irgendwie in dieses System reinkommen. Das Ganze werden wir zuerst so machen, dass wir das, was jetzt existiert, abbilden im System. Wenn jemand eine OpenSUSE installiert, vertraut er allen Novel-Mitarbeitern, dass sie da gute Software gemacht haben, dass sie nichts Schadhaftes im System eingebaut haben. Also werden wir einen minimalen, oder auch zum Teil einen größeren, initialen Wert allen Novel-Mitarbeitern, auch Vertragspartner, die sich gegenüber Novell, SUSE verpflichtet haben, Software mit hohem Qualitätsstandard abzuliefern. Und wir haben seit langem ein Programm, wo Leute aus der Community, aus der Gemeinschaft Mitglied werden können in der OpenSUSE im Projekt
auch den werden wir wiederum den initialen Wert geben. Das nennt man Trust Injection. Und dann haben wir schon ein Netz, das schon mal minimale Werte hat. Und wenn dann die Bewertungen vorhanden sind, ab 2, 3 Bewertungen für eine Einzelperson wird die Injection zumindest für die Member herausfallen. Wenn das noch nicht reicht, werden wir dasselbe nochmal machen für Projektmitglieder. KDE-Projektmitglieder können wir über die KDE-E-Mail-Adresse erkennen, GNOME-Mitglieder ebenso. Wir werden auch vielleicht, wenn wir nicht das Netzwerk gestartet kriegen durch die ersten 3 Gruppen, vielleicht noch offiziellen Entwicklern, Maintainern oder Packagern auch einen initialen Wert versprechen. Dadurch werden wir das System ins Laufen kriegen. Man hat relativ schnell nutzbare Ergebnisse und was hoffentlich wiederum motiviert, auch eigene Empfehlungen, subjektive Beurteilungen auszusprechen. Ja, und ich denke, diese beiden Herausforderungen, die werden mich noch die nächsten Monate beschäftigen. Das Ganze muss halt sehr verteilt implementiert werden über alle verschiedenen Instanzen, Backend, Frontend und natürlich in Client. Und bevor ich jetzt schließe, nochmal möchte ich unterstrichen haben, das Ganze dient zum Gemeinwohl aller Anwender von allen Distributionen. Weil im Build-Service kann man auch für alle anderen Projekte Pakete bauen. Und es ist keinesfalls irgendeiner Weise konzipiert und wird auch alles, was vermeidbar ist, tun, dass es jemals dazu genutzt werden kann, Einzelpersonen hier in einer Gruppenbewertung auszubeschleuchen. Uns geht es darum, ein System zu haben, abzubilden, wie gut arbeitet jemand zum Gemeinwohl aller mit dem Open Source Build Service. Ja. Ich hoffe, das hat motiviert. Vielleicht auch nur neugierig gemacht, den Build Service mal zu benutzen. Das ist ein klasse Tool. Auf build.opensuse.org vorbeischauen, anmelden und einfach anfangen zu packagen. Ich bedanke mich, dass ihr heute hier erschienen seid, euch für mein Projekt interessiert. Wenn ihr Fragen habt, einfach bitte am OpenSUSE-Stand heute noch vorbeischauen oder auf der Mailingliste vom Build Service melden oder im IRC auf Freenode OpenSUSE-Build Service vorbeischauen und Fragen stellen. Vielen Dank. Und viel Spaß auf der Postbahn. Habt ihr denn noch Fragen? Haben wir noch Zeit? Ja, ihr fragt einfach. Ja. Genau. Wir hatten am Anfang die Idee, dass wir das handlungsbasiert machen. Quasi immer, wenn ein Entwickler einem anderen eine Änderung schickt, mit der Bitte der Aufnahme, wenn so ein Submit-Request kommt. Quasi wieder wie bei Online-Auktionen, dass man, oder Verkäufen, dass man den, dass das Käufer-Verkäufer, in dem Sinne das Contributor-Maintainer-Verhältnis, jemand, der in ein Projekt was reingibt, dass wir das jeweils die einzelne Handlung als Bewertungsgrundlage nehmen. Dann haben wir uns angeschaut, wie stark wird das benutzt. Und leider sind ein ganz, ganz geringer Prozentsatz, ein einstelliger Prozentsatz der Änderungen nur auf solch einem Submit-Request basierend. Das ist halt meistens, dass die Leute in einem Projekt zusammenarbeiten und einfach einen neuen Source-Code, Source-Tabal oder ein Spec-File oder ein Rules-File für Debian hochladen und ein neues Paket bauen. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir es erlauben, dass du jederzeit über jeden anderen User, du musst den Accountnamen eingeben, dann einen Wert setzen kannst. Und den kannst du auch jederzeit erhöhen oder herabsetzen. Das ist genauso wie Key Signing. Du signst einmal den Key und danach setzt du oder du importierst einen User in dein Keyring und sagst, okay, Ultimate Trust, No Trust und du kannst es jederzeit modifizieren. Dieses Modell. Du setzt einen Wert für das ganze System für dich und den kannst du jederzeit anpassen. Also du siehst ja nur die Werte, die du gesetzt hast und die, die du erhältst. Also du weißt nicht, wer ist im Projekt
Also du hast für jedes Paket einen Maintainer, selbst wenn ein Projekt relativ groß ist. Und jetzt siehst du, dass diese Person fällt dir auf, weil du sie kennst. Und dann sagst du, den kenne ich seit 5 Jahren. Ich weiß, dass der nur gute Absichten hat. Zudem ist er ein sehr guter Packager. Dem vertraue ich. Das sagst du, weil du über diese Person urteilst. Das hilft anderen, weil die dann dank deiner Einschätzung auch diesen Wert eventuell erfahren. Genauso siehst du ein Stück Software, das schlecht ist, weil es einfach schädlich ist. Das ist installiert, es macht ein Problem. Als Power-User schaust du dann rein, siehst, wer der Maintainer ist, suchst dir einen Build-Service raus und sprichst eine Warnung aus. Achtung, der macht evil stuff. Das ist ja einfach, du setzt da einen Wert und der andere bekommt mit, dass du einen Wert gesetzt hast. Alle anderen bekommen ja nur die Gesamtperspektive. Daher weiß keiner, wer was für wen gesetzt hat. Und da wir nie den Wert, den ein Einzelner hat, also in dieser Gesamtperspektive herausgeben, sondern immer nur für ein gesamtes Projekt, der geringste aller, ist das auch gewahrt, dass wir dann nicht sagen, der ist aber total heruntergerätet. Du wirst niemals erfahren können, was denkt die ganze Welt über mich. Das geht nicht. Sondern du wirst nur sehen, der Markus in dem Projekt, in dem Projekt, in dem Projekt, aber in diesem Projekt hat er noch diese 8 Mitarbeiter, in dem diese 5 und in dem diese 2. Und in der Summe haben wir hier den Wert, hier den Wert, hier den Wert. Und das ist ja nicht mal der personenbezogene Wert, es kommen noch die Build-Dependencies dazu, die Build-Konfiguration und. Deswegen wird man nie sehen, was alle über einen denken. Und es gibt ein explizites Häkchen, weil es gibt einen Fall, wo das passieren kann, wo man es an- oder ausschalten kann nochmal. Wir möchten hier niemand irgendwie öffentlich an den Pranger stellen oder so. Das ist keinesfalls die Idee. Noch eine Frage? Er hat es beantwortet, Entschuldigung. Er hat ein Login und da hat er eine Mailadresse dahinter. IRC. Manchmal. Ja. Klar. Ja. Reputation, also du hast das sehr schön gesagt, man erarbeitet sich eine Reputation. Und im Bereich der Trust-Metriken, also wieder in dieser akademischen Variante, wird dieser globale Wert auch Reputation-Metric genannt, weil halt er sich unter vielen eine gute Reputation erarbeiten muss, um einen guten Wert zu erhalten. Und genau darum geht es, du musst den Menschen persönlich kennen, sondern du musst sehen, was hat er geleistet, wie hat er sich vielleicht auch auf Mailinglisten geäußert, engagiert er sich über die Arbeit des Packaging hinaus. Auch das ist für mich zum Beispiel ein wichtiger Indikator. Und all diese Werte nimmst du für deine persönliche Entscheidung. Wir werden dir noch 3 knackige Sätze als Bewertungsgrundlage liefern. Darüber diskutieren wir gerade intern und dann, wenn wir einen guten Vorschlag haben, auch natürlich öffentlich. Wir möchten, dass das Trust-System von der Community mitgetragen wird. Wenn wir es debattieren. Ja? Okay. Habe ich falsch verstanden, Verzeihung. Noch jemand? Gut. Ja dann, vielen Dank nochmal.